Okay, wir gehen nochmal zurück zur Gruppendefinition. Definition Gruppe. Also klar, eine Gruppe ist eine Menge, G mit irgendeiner Verknüpfung, für die vier Axiome gelten. Welche waren das nochmal? Das erste Axiom? Ja? Abgeschlossenheit. Das schreibe ich jetzt mal nicht ausführlich hin. Also Abgeschlossenheit. Das zweite Axiom? Assoziativität. Genau. So, und dann gab es noch zwei weitere. Ja? Genau, die Existenz eines neutralen Elements. Also, es existiert ein E-Element aus der Menge G, sodass für alle A-Element G was gilt? Ja? A verknüpft mit E ist A. Und? Und E verknüpft mit A. Genau. Wir haben gefordert, sowohl das eine als auch das andere muss gelten. E verknüpft mit A ist A und A verknüpft mit E ist A. Okay, ich muss also E links und rechts dran verknüpfen können. Und es muss immer A wieder rauskommen. Das Element muss also linksneutral und rechtsneutral gleichermaßen sein. Außerdem, viertes Axiom. Ja? Für jedes Element muss es ein inverses Element geben, genau. Also für alle A aus G existiert ein A hoch minus 1 aus G, so das gilt. Genau, also a hoch minus 1 verknüpft mit a ist gleich e und a verknüpft mit a hoch minus 1 ist gleich e. Auch links invers und rechts invers. Okay, soweit zur bereits bekannten Gruppendefinition, ne? Und wir haben immer gesagt, wenn wir prüfen müssen, ob eine Struktur eine Gruppe ist, müssen wir diese vier Axiome prüfen. Unter anderem müssen wir auch diese beiden Axiome prüfen. Und wir müssen innerhalb dieser Axiome prüfen, ob das neutrale Element linksneutral und rechtsneutral ist und ob die Inversen links- und rechtsinvers sind. Und das ist immer ein bisschen umständlich. Und da haben wir gesagt, man könnte sich den zweiten Teil weglassen, wenn man vorher beweist, dass es sich um eine kommutative Gruppe handelt. Jetzt haben wir das in einem YouTube-Video auch mal so gemacht. Und dann gab es einen Kommentar. Thomas Blankenheim hat kommentiert, dass wir das ja umständlich machen. Man könnte sich den zweiten Fall ja, den könnte man lassen, weil das in allen Gruppen gilt. Auch in nicht-kommutativen gilt. Wenn ich ein linksneutrales Element habe, ist es automatisch rechtsneutral. Und wenn ich ein linksinverses Element habe, ist es automatisch rechtsinvers. Und das hatte mich verblüfft, weil ich kannte bislang nur Gruppendefinitionen, die beides fordern. Ne? Wenn man aus dem einen das andere beweisen kann, dann muss man ja nur das eine fordern. Das andere ergibt sich dann ja automatisch. Ja? Ich kannte bislang nur Gruppendefinitionen, die wirklich beides fordern, habe mir aber auch nicht wirklich darüber Gedanken gemacht, ob es irgendein Gegenbeispiel gibt. Ja? Also irgendeine Gruppe, bei der ich ein linksneutrales Element habe, das nicht rechtsneutral ist oder so. Und dann war dieser YouTube-Kommentar von Thomas Blankenheim, der sagt, ne, man kann sich das schenken, weil man kann beweisen, dass wenn ich ein linksneutrales Element habe, das automatisch auch rechtsneutral ist, ganz unabhängig davon, ob die Gruppe kommutativ ist oder nicht. Und das hatte mich verblüfft. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin relativ schnell fündig geworden. Über Wikipedia kommt man auf ein Lehrbuch von Bosch Lineare Algebra und der beweist genau das. Und das machen wir jetzt.
Und wenn wir das bewiesen haben, brauchen wir in Zukunft nur noch zeigen, dass das neutrale Element linksneutral ist. Also nur diese Seite zeigen, die rechte ergibt sich dann automatisch. Und wir müssen nur zeigen, dass jedes Element ein linksinverses Element hat, weil dieses Element automatisch rechtsinvers ist. Okay? Gut, und wir starten mal mit dem vierten Axiom. Wir zeigen jetzt, dass wenn ich ein linksinverses Element habe, dass das automatisch auch rechtsinvers ist. Also, sei B Element G mit B verknüpft mit A ist gleich das Neutralelement. Also ich habe ein Element A, okay, und wenn es sich um eine Gruppe handelt und ich sozusagen den linken Teil bewiesen habe, dass es zu jedem Element ein linksinverses Element gibt, sage ich, B ist das inverse Element zu A, das linksinverse Element zu A. Was wollen wir zeigen? Zu zeigen, A verknüpft mit B ist auch E. Okay? Also wir setzen voraus, dass B verknüpft mit A gleich E ist. B ist das Inverse zu A, das Linksinverse. Und dann zeigen wir, dass es auch gleichzeitig rechtsinvers sein muss. Dass es gar nicht anders geht. So, und wenn man sowas zeigen will, beginnt man ja in der Regel links, ne? A verknüpft mit B ist gleich. Und rechts wollen wir bei E rauskommen. Wir werden jetzt so lange Umformungen machen, bis wir da rechts rauskommen. Und dann haben wir gezeigt, dass A verknüpft mit B gleich E ist. Wir wissen ja bislang nur, dass B verknüpft mit A gleich E ist. Wenn wir das hier verwenden wollen, wenn wir die linke Seite umformen wollen, so lange, bis wir da rechts rauskommen, welche Situationen müssen wir in dieser Gleichung erzeugen am besten? Ja? Irgendwie möchten wir B links von A haben, ne? Damit wir das A loswerden. So, und da habe ich jetzt einen Trick sozusagen, kann man bei Bosch nachlesen. Der Trick ist, wir sagen hier oben, außerdem sei C Element G mit C verknüpft mit B gleich E. Also jedes Element hat ein linksinverses Element, auch B. Okay? C soll das linksinverse Element zu B sein. Also B ist das linksinverse Element zu A und C ist das linksinverse Element zu B. Hat jemand eine Idee, wie wir jetzt die Gleichung so umformen können, dass wir links neben A ein B haben? Ja? Assoziativität, die werden wir gebrauchen, stimmt. Für die Assoziativität brauchen wir aber mindestens mal drei Elemente in dem Term. So, vielleicht sagen wir nochmal, also wir wollen zeigen, dass die rechte Seite hier überflüssig ist, ne? Und wir haben das alles schon gezeigt. Das haben wir alles schon gezeigt und wollen jetzt zeigen, dass jedes linksinverse Element auch ein rechtsinverses ist. Was könnten wir hier vielleicht verwenden? Ja? Sehr gut. Wir schreiben A verknüpft als E verknüpft mit A. Okay, das dürfen wir machen, weil E ein linksneutrales Element ist. Was machen wir dann? Wir wollen erreichen, dass ein B links vom A steht. Ja?
Genau, ich kann für das E einsetzen, C verknüpft mit B und immer schön mit Klammern und wir machen keinen Schritt zu viel, ne? So. Ah, ich habe schon mitgedacht, dass wir wahrscheinlich zwei Zeilen brauchen. Sehr gut. So, na, jetzt haben wir E ersetzt durch C verknüpft mit B, weil C links inverses zu B ergibt das hier E. E verknüpft mit A ergibt ergibt A, Entschuldigung. Ja, so passt das. Ja? Richtig, in der Klammer wenden wir die Assoziativität an. Das ist nämlich C verknüpft mit B verknüpft mit A. Verknüpft mit B. So, ne? Und jetzt? Jetzt haben wir genau das, was wir wollten, oder? Wir wollten B links von A haben. B verknüpft mit A ist was? Ja? Genau. B verknüpft mit A ist E, weil B ja links invers ist zu A. Dann haben wir also C verknüpft mit E, verknüpft mit B. Ja? Nee, C verknüpft mit E ist nicht C. Noch nicht. Wir haben erstmal nur die linken Hälften sozusagen dieser Gleichung bewiesen. Ja? Sehr gut. Assoziativitätsgesetz anwenden. Ne? C verknüpft mit E, verknüpft mit B ist dasselbe wie C verknüpft mit E verknüpft mit B. Mist, das reicht doch nicht ganz. Aber fast. Jetzt können wir dieses Gesetz anwenden. Genau, E verknüpft mit B ist B. Dann steht hier C verknüpft mit B und das ist was? Das ist E. Genau. Fertig. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, B ist ein linksinverses Element von A, also B verknüpft mit A ist E und haben gezeigt, dass dann auch A verknüpft mit B gleich E ist, dass auch B rechtsinvers ist. Das Einzige, was wir verwendet haben, sind linksinverse Elemente. Ne? C ist linksinvers zu B, B ist linksinvers zu A und auch linksneutral Element. Ne? E ist linksneutral und haben durch Umformung gezeigt, dass A verknüpft mit B gleich E ist. Fertig. Das heißt also, wenn ich gezeigt habe in einer Gruppe, in einer Struktur, dass es zu jedem Element ein linksinverses Element gibt, dann wird aus dieser Umformung klar, dass dieses linksinverse Element automatisch auch rechtsinvers sein muss. Cool. Haben wir schon Arbeit gespart. Danke, Thomas. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben noch nicht gezeigt, dass das linksneutrale Element auch ein rechtsneutrales Element automatisch ist. Das machen wir jetzt. Also, wir haben gezeigt, dass für alle a das hier gilt, ne? E verknüpft mit a gleich a. Und wir wollen jetzt zeigen, dass dann auch a verknüpft mit e gleich a ist. Also dass dann das neutrale Element auch rechtsneutral ist. Das linksneutrale Element auch rechtsneutral. Okay. A verknüpft mit e ist gleich. Muss a hinten rauskommen. Das können wir jetzt machen. Wir haben nicht ohne Grund diese Reihenfolge gewählt. Was wäre denn cool, was wollen wir hinbekommen? Hat jemand eine Strategie? Wir können es auch von hinten nach vorne vorarbeiten, wenn wir das wollen. Hast du eine Strategie? Nicht ganz, aber
Man könnte das E ersetzen durch das Inverse. Welches wollen wir nehmen? B verknüpft mit A oder A verknüpft mit B? Wir haben jetzt ja, B ist ja, also ne, A hat ein inverses Element, B und B ist links und rechts invers und beides könnten wir hier reinpflanzen. Welches hättest du gern? Oder hat jemand eine Idee? Wollen wir A verknüpft mit B für E reinsetzen oder B verknüpft mit A? Ja? A verknüpft mit B? Okay, probieren wir mal. A verknüpft mit A verknüpft mit B. Was können wir jetzt machen? Ja? Und dann hätte man was am Ende da stehen? Und warum hilft uns das was? Genau, also wenn wir es hinbekommen, dass hier hinten E verknüpft mit A steht, dann haben wir gewonnen. Und die Strategie ist wirklich gut, ne? Wir machen Folgendes. Wir ersetzen hier E durch B verknüpft mit A. B ist links und rechts inverses, haben wir vorher gezeigt. Jetzt können wir die Assoziativität nutzen. Das ist A verknüpft mit B, verknüpft mit A. Und A verknüpft mit B ist E. Fertig. Das heißt also, wenn wir zeigen wollen, eine Struktur ist eine Gruppe. Abgeschlossenheit, Assoziativität. Es gibt ein linksneutrales Element und zu jedem Element gibt es ein linksinverses. Reicht, weil rechtsneutral und rechtsinvers automatisch gilt, wie wir hier gezeigt haben. Das bedeutet nicht, dass die Gruppe kommutativ ist. Die Kommutativität, also ich vertauschen darf, gilt nur für das Neutralelement und für eine Situation, in der ich ein Element mit seinem Inversen nebeneinander stehen habe. Ne? Aber ich kann ja beliebige Elemente in der Gruppe miteinander verknüpfen. Und das kann entweder, da kann die Verknüpfung entweder kommutativ sein oder nicht kommutativ. Nur bezüglich Inversen und Neutralelementen gilt sozusagen die Kommutativität immer automatisch. Für sowas finde ich echt toll, dass man auf YouTube Rückmeldungen bekommt, weil ich wusste das nicht und habe wieder was gelernt. Also bitte immer fleißig kommentieren, wenn wir irgendwelche Sachen falsch machen oder umständlich. Okay, vielen Dank. Also gibt es von eurer Seite noch Fragen?